Eine spannende neue Geschichte von Max. Viel Spaß beim Anschauen. Gefällt mir, abonnieren, kommentieren. Als ich mit der Taschenlampe in der Hand aus der Bar im Innenhof kam, waren meine Mülleimer schon wieder umgestoßen. Das dritte Mal in dieser Woche und meine Geduld war am Ende. Warum konnten die Leute ihre Hunde nicht zu Hause lassen? Ich wusste, dass die Tiere nur auf der Suche nach Futter waren, aber das machte die Sauerei nicht weniger ärgerlich. Ich öffnete leise das hintere Tor, den Schlagstock in der Hand, bereit, die Übeltäter zur Rede zu stellen. Als ich mich dem umgestürzten Mülleimer näherte, sah ich zwei kleine, dunkle Gestalten, die in der Nähe kauerten. Ich hob meinen Schlagstock, aber einer von ihnen sprach: "Bitte, Zoa, wir haben nur Hunger. Wir räumen das schon auf, tun Sie uns nichts." Es waren keine Hunde, sondern zwei Kinder, wild und zerzaust. Sie trugen übergroße, zerrissene Kleidung und Mützen und zitterten in der Kälte. Ich packte sie an ihren Halsbändern und zerrte sie unter dem grellen Sicherheitslicht in den Hinterhof. Bei näherer Betrachtung war ihre Kleidung schmutzig und zerlumpt, ihre Gesichter waren abgemagert. "Habt ihr beide Anfang der Woche meinen Müll umgeworfen?", fragte ich. Sie tauschten einen Blick aus, dann nickten sie. "Ihr lasst immer Essen in eurem Mülleimer liegen", gab einer von ihnen zu. "Es tut uns leid, Sir. Wir werden es nicht wieder tun. Lasst uns einfach gehen." Ich war nicht überzeugt. Ich packte ihre Hemden fester und führte sie ins Haus. "Bleibt hier drin, bis ich zurückkomme", befahl ich, schob sie ins Bad und schloss die Tür. Ich schnappte mir ein paar alte Jogginghosen, Sweatshirts, saubere Socken und Handtücher meiner Ex-Frau und kehrte dann ins Bad zurück. "Hier", sagte ich und reichte ihnen die Kleidung. "Macht euch sauber. Dann werden wir reden." Sie versuchten, das Fenster zu öffnen und zu entkommen. "Ihr mögt es vielleicht, schmutzig zu sein", sagte ich ihnen, "aber ich glaube nicht, dass eine heiße Dusche euch schaden wird. Hier gibt es Seife und Shampoo. Hier sind saubere Kleider und Handtücher. Zieht euch aus und stellt euch unter die Dusche. Wir mögen es nicht, wenn wir schmutzig sind", zischte mir der Größere zu. "Wir können nicht so gut duschen wie ihr. Ihr könntet etwas klauen", sagte ich. "Ja, das stimmt", sagte der Kleine. "Wir werden dein Klopapier nicht klauen. Wir sind keine Diebe. Sind Sie ein Perverser, Mister? Mögen Sie kleine Mädchen?" Ich war fassungslos. Jetzt, wo ich genauer hinsah, befanden sich unter dem ganzen Schmutz eindeutig Mädchen. Dich, stotterte ich. "Ich wusste nicht, dass ihr Mädchen seid. Macht euch einfach sauber und ich bringe euch etwas zu essen. Kommt in die Küche, wenn ihr sauber seid, und ich füttere euch." Ich ließ sie im Bad zurück und ging in die Küche. Ich öffnete den Kühlschrank und sah mich um. Es gab kaltes Brathähnchen, eine halbe Schüssel Kartoffelsalat, ein halb aufgegessenes Tablett mit Gemüse, einige Sandwiches, Pastrami und Dillgurken. Ich verteilte das Hähnchen auf zwei Teller mit je drei Stücken und gab einen großen Haufen Kartoffelsalat dazu. Das Gemüse habe ich auf einen Teller gelegt und etwas Soße zum Eintauchen herausgeholt. Ein paar Essiggurken auf dem Teller, ein Pastrami-Sandwich für jeden von ihnen und ein paar Pommes Frites für mich und sie, wenn sie wollten, würden ein ziemlich gutes Abendessen abrunden, dachte ich. Ich hoffte, es würde ihnen schmecken. Ich belegte ihre Sandwiches mit Senf, Mayonnaise und Käse. Ich hörte, wie sich die Badezimmertür leise öffnete und vor der Küchentür war ein Flüstern zu hören. Eine Minute später betraten zwei der schönsten Mädchen, die ich je gesehen habe, meine Küche. Sie hatten langes, dunkles, schwarzes Haar und olivfarbene Haut, die grünsten Augen der Welt, leicht mandelförmige, hohe Wangenknochen und einfach die süßesten kleinen Nasen, die man sich vorstellen kann. Sie sahen aus, als wären sie noch im Teenage-Alter, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt. Es war lustig, sie in Briannas Kleidern zu sehen. Sie ist ein großes Mädchen und sie waren sehr klein. Sie hatten ihre Ärmel und Hosenbeine hochgekrempelt und sahen aus wie Landstreicher. "Nehmt euch einen Stuhl", lud ich sie ein. "Mögt ihr Coca-Cola oder habe ich Saft oder Milch?" Sie wollten beide Milch. "Mein Name ist McAin Ort", sagte ich und schenkte ihnen Milch ein. Ich stellte sie vor ihnen auf den Tresen. "Wer seid ihr?", fragte ich. "Ich heiße Machi", sagte die Größere von beiden. "Das ist die Abkürzung für Margaret. Sie ist Storkly. Können wir das wirklich alles essen?" "Ihr könnt mehr haben, wenn ihr wollt", sagte ich. "Ich koche morgen früh für euch. Ich werde nicht um 2 Uhr morgens kochen." "Nein, das ist gut. Danke", sagte Storkly. Machi sah mich misstrauisch an. "Was wollt ihr von uns? Wir machen doch keine schlimmen Sachen." Ich lachte. "Nein, ich auch nicht. Wenn einer von euch Pläne für meine Tugendhaftigkeit hat, werdet ihr enttäuscht sein." Sie verstanden offensichtlich meinen Sinn für Humor nicht. "Ich bin nicht für kleine Mädchen zu haben", sagte ich. Die Anspielung auf kleine Mädchen gefiel ihnen nicht,
aber sie begannen zu essen. Hey, hey, langsam, sagte ich ihnen. Hühner versuchen nicht zu fliehen. Die Hühner sind tot und die Kartoffeln waren noch nie sehr schnell. Euer Magen wird schmerzen. Das brachte sie zum Glucksen, aber sie begannen weniger gierig zu essen. Wo wohnt ihr Mädchen? Fragte ich sie. Da ist ein leeres Haus am Ende des Blocks, sagte Machi. Wir haben eine Matratze gefunden und wir haben etwas, womit wir uns zudecken können. Aber wir haben Angst, dass Drogensüchtige dorthin ziehen werden, sobald sie wissen, dass es leer steht. Sie werden es tun. Wollt ihr heute in einem warmen, sauberen Bett schlafen? Fragte ich sie. Sie sahen mich wieder misstrauisch an. Nicht meins, lachte ich. Ich habe drei freie Schlafzimmer. Naja, die gehören auch mir, aber ihr wisst, was ich meine. Sie glucksten nervös. Wir haben kein Geld, sagte Storkly. Wir können euch nicht bezahlen. Wir sammeln zwar Blechdosen, aber wir geben alles für Essen aus. Ich bitte euch nicht darum, mich zu bezahlen, sagte ich. Hast du mich gehört, dass ich will, dass du mich bezahlst? Warum tust du das? Fragte sie. Warum bist du so nett zu uns, Mac? Mac, nennen Sie mich Mac, sagte ich. Jeder macht das. Warum bist du so nett, Mac? Ich bin in keiner Weise nett, sagte ich ihr. Ich bin ein guter Kerl. Frag einfach meine Mutter. Das zauberte ein Lächeln auf ihre Gesichter. Mir gefiel das. Ich beschloss, dass ich sie an eurer Stelle öfter dazu bringen würde, sagte ich. Sie schienen es sich zu überlegen. Kann ich ein paar von diesen Chips haben? Fragte Storkly. Ich schob die Tüte hin und beide griffen hinein, während sie ihre Sandwiches aßen. Ich beendete mein Sandwich. Sie tranken Milch und sahen aus, als wollten sie mehr. Ich schenkte ihnen ein weiteres Glas ein und sie tranken es aus. Ich war erstaunt, aber sie räumten ihre Teller bis auf die Krümel ab und aßen das ganze Gemüse auf. Geht schlafen, sagte ich ihnen. Jeder von euch wird sein eigenes Badezimmer haben. Es gibt Zahnbürsten, Kämme und dergleichen, Aspirin, Medizin gegen Magenschmerzen, Zahnpasta, Zahnseide und Erste-Hilfe-Kästen. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, solltet ihr mich fragen. Können wir die Türen abschließen? Fragte Matti. Ja, aber ihr müsst sie innerhalb einer angemessenen Zeit öffnen, wenn ich euch darum bitte, sagte ich. Sie sahen mich seltsam an. In Maggies unglaublich grünen Augen leuchtete ein Licht auf. Er hat Angst, dass wir etwas stehlen, sagte sie zu ihrer Schwester. Wir werden nichts stehlen, Mac. Es ist in Ordnung, wenn du uns nicht vertraust. Wir trauen dir ja auch nicht wirklich. Ich musste lachen. Okay, wir haben gegenseitiges Misstrauen. Du wirst bald merken, dass du mir vertrauen kannst. Ich tue schönen Mädchen fast nie weh. Das brachte mir ein weiteres Paar strahlende Lächeln ein. Ich glaube, der hübsche Teil gefiel ihnen. Sie folgten mir den Korridor hinunter und in ihre Zimmer. Ich hörte das Klicken der Schlosser, lächelte vor mich hin und legte mich wieder ins Bett. Ich lag noch eine Weile wach und fragte mich, was mit diesen Mädchen passiert war. Warum durchwühlten sie meinen Müll? Warum waren sie auf sich allein gestellt? Wo ist ihre Familie? Morgen früh würde ich einige Fragen beantwortet bekommen. Ich war gerade dabei, mich anzuziehen, als ich den Boden im Flur knarren hörte. Ich öffnete die Tür einen Spalt und sie schlichen ins Wohnzimmer. Ich beschloss, dass sie gerade gehen wollten und öffnete die Tür. Sie erstarrten. Mädels, seid ihr bereit für das Frühstück? Fragte ich. Sie sahen sich gegenseitig an. Vielleicht sollten wir einfach gehen, sagte Machi. Ihr wollt uns doch nicht einsperren oder so, oder? Sie meinen, sie müssen bleiben? Fragte ich. Sie sahen sich wieder an. Sie sahen mich an und nickten. Nein, ich werde euch zu nichts zwingen, sagte ich. Es ist gegen meine Regeln, Menschen zu etwas zu zwingen. Aber ich möchte, dass ihr mit mir frühstückt. Sie sahen sich wieder an. Werden sie uns danach gehen lassen? Fragte Storkly. Wenn ihr wollt, sagte ich. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ihr den Tag mit mir verbringen wollt. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Wenn du irgendwo einen Termin hast, ja, wir müssen uns mit unserem Börsenmakler treffen, lächelte Machi. Es strahlte sie an wie ein Weihnachtsbaum. Was wirst du uns zu essen geben? Fragte sie. Nein, was wirst du uns füttern? Sind Sie Englischlehrer oder sowas? Fragte sie. Eigentlich ja, antwortete ich ihr. Ich unterrichte englische Literatur an der Universität. Cool, sagte Storkly. Wir gehen nicht zur Schule. Zu viel zu tun, aber du frühstückst doch, oder? Ich dachte an Waffeln mit Speck. Mögt ihr Mädels das? Das taten sie, also gingen wir rein und sie holten das Waffeleisen heraus, während ich den Teig anrührte. Sie haben Waffeln gemacht, während ich Zweipf und Speck gebraten habe. Ich bin ein ziemlicher Sirup-Snob. Ich bin auch ein Kaffeesnob. Ich ließ Machi den Speck braten, während ich die Kaffeebohnen mahlte und die Kaffeemaschine einschaltete. Es hat alles ganz gut geklappt und wir hatten echten Ahornsirup und Waffeln.
Sie fragten mich angewidert, ob ich Kaffeesahne hätte. Ich habe etwas für die Barbaren und Brianna aufbewahrt, sagte ich, und sie liebten den Vanillekuchen. Wir aßen den ganzen Speck auf und jede aß drei Waffeln. Mädels, haltet euch an mich und in einer Woche seid ihr fett wie Kröten, sagte ich ihnen. Sie lachten beide und es war das schönste Geräusch, das ich je gehört habe. Dann tranken sie die Milch wie hungrige Kälber. Meine Vorratskammer musste aufgefüllt werden, also sagte ich, erzähl mir von Machi und Storkli. Was ist los mit euch Mädchen? Warum durchwühlt ihr den Müll anderer Leute auf der Suche nach Essen? Wir nahmen unsere Kaffeebecher mit ins Wohnzimmer und sie erzählten mir eine traurige Geschichte. Ihr Vater war ein Automechaniker. Als sie noch klein waren, verlor er seine Arbeit, fing an zu trinken und schlug sie. Ihre Mutter ließ sich von ihm scheiden und sie sahen ihn nie wieder. Die Wirtschaft in Detroit lag völlig danieder. Detroit war ein Chaos und es war schwer, Arbeit zu finden. Ihre Mutter fuhr ein Taxi und nahm eines Nachts den falschen Fahrgast mit. Er stach mit einem Messer auf sie ein, um das wenige Geld, das sie hatte, zu erbeuten und ließ sie verbluten. Sie wurden in Pflegefamilien untergebracht und der Besitzer des Hauses begann, sie zu schikanieren. Sie liefen weg und lebten 3 Monate lang auf der Straße. Ihr Nachname war Steel und sie hatten Angst zu erfrieren, vergewaltigt oder getötet zu werden und zu wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommen würde. Nachdem sie aufgehört hatten zu reden, saß ich noch eine Weile schweigend da. Mein Gott, sie brachen mir das Herz. Ich frage mich, wie viele Menschen wie sie es auf der Welt gibt. Diese Geschichte war wahrscheinlich häufiger, als ich dachte. Ich frage mich, ob sie mich ihnen helfen lassen werden. Ich fragte mich, wie ich ihnen helfen könnte. Es schien unwahrscheinlich, dass das Jugendamt ihnen erlauben würde, bei mir zu bleiben, einem alleinstehenden Mann, der 2 junge Mädchen aufnimmt. Es klang wie etwas, wovon ein Perverser träumen würde, und ich war mir sicher, dass es beim Sozialamt nicht funktionieren würde. Sie unterbrachen meine Gedanken. Mac, bist du verheiratet? Fragte Storkli. Das war ich, sagte ich ihnen. Meine Ex hat entschieden, dass ich nicht ehrgeizig genug bin. Sie ist eine angesagte Anwältin und hat schon alles Mögliche erlebt. Für die Ehe war kein Platz in ihrem Leben. Was eine Machi sagte, ich lachte. Sie ist wirklich ein sehr guter Mensch. Sie hat mich nicht betrogen oder so. Und wir sind immer noch sehr eng befreundet. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir niemals hätten heiraten sollen. Wir waren sehr jung und sehr dumm. Wie alt bist du, Storkli? Ich bin 28, sagte ich ihr. Wie alt bist du? Ich bin 11 und sie ist 13, sagte sie. Was wirst du heute tun? Was werden wir heute tun, korrigierte ich sie. Ja, was du gesagt hast. Wir werden uns unterhalten, sagte ich ihr. Zuerst werde ich dir jemanden vorstellen. Ich öffnete das Garagentor und ein Haufen bewegter Pelze flog durch die Tür. Er bemerkte unsere Gäste und rannte auf sie zu. Er sprang auf das Sofa, legte sich auf ihren Schoß und ließ seine große rosa Zunge über sie gleiten. Das ist Granville, sagte ich ihnen. Ich nenne ihn Oma. Sie kicherten hysterisch, als er sie mit seiner Zunge abschleckte. Er wiegt ungefähr 130 Pfund und sie konnten ihn nicht bewegen. Leg dich hin, Oma, sagte ich zu ihm. Widerwillig ging er hinunter und legte sich auf ihre Beine. Er ist riesig. Storkli lachte und streichelte seinen Kopf. Was für ein Hund ist das? Er ist gestreift wie ein Tiger. Das ist ein Bullmastiff, sagte ich. Man nennt ihn gestromt und deshalb hat er diese Farbe. Er sieht aus, als könnte er uns das Gesicht abbeißen, sagte Machi. Ja, das könnte er, aber er tut es nicht. Er ist freundlich zu meinen Freunden. Er sieht dich in unserem Haus sitzen und ist freundlich, deshalb liebt er dich. Wenn du mir gegenüber streitlustig wärst, würde er sich erschrecken und sehr aggressiv werden. Jetzt, wo er dich kennt, erlaubt er niemandem mehr, dir gegenüber streitlustig zu sein. Wenn ich dich anschreie, wird ihm das nicht gefallen. Er sorgt sich sehr um die Menschen, die er liebt, sagte Storkli. Sie sprang herunter und legte sich auf ihn, schlang ihre Arme um seinen Hals, während er ihre Hand leckte. Ich liebe ihn, sagte sie. Er ist so zerknittert und süß. Wohnt er in der Garage? Nein, er wohnt im Haus, sagte ich. Gestern wurde er krank und ich habe ihn nach draußen gebracht, damit er nicht das ganze Haus vollkotzt. Warum ist er krank geworden? Fragte Storkli. Er frisst etwas, das er nicht essen sollte, sagte ich. Er kaut auf Stecken, frisst Käfer, toten Mist, den er findet, und wer weiß, was noch alles. Heute scheint es ihm gut zu gehen. Ekelhaft, rief Machi aus. Er hat mir das Gesicht abgeleckt. Ja, er ist süß, sagte ich. Und er ist mein Kumpel, also lasse ich ihn einfach gewähren. Er kann auch dein Kumpel sein, wenn du ihn lässt. Wir sollten mit ihm spazieren gehen. Ich nahm seine Leine und Machi wollte ihn führen.
Im Grunde führt ihr einen Menschen an der Leine, also blieb sie ein paar Meter vor Stalkly und mir und wurde mitgezogen. Long Stalkly legte ihre kleine Hand in meine. Ich sah zu ihr hinunter und sie lächelte mich an. Gott, war sie schön. Es ist doch alles in Ordnung, oder? Fragte sie. Natürlich, Baby, sagte ich. Ich mag es, mit hübschen Mädchen Händchen zu halten. Sie errötete leicht, ließ mich aber nicht los. Wir liefen ein paar Kilometer und als wir zurückkamen, war Oma außer Atem und sabberte. Es war kalt, aber er tat es trotzdem. Wir tranken noch mehr Kaffee und redeten den ganzen Tag. Schließlich fragte ich sie, ob ich ihnen helfen dürfe. Was kannst du tun? Fragte Matzi. Ich weiß es wirklich nicht, sagte ich. Ich könnte mit Brianna sprechen. Sie ist Anwältin, wenn auch von einer anderen Art. Vielleicht hat sie ein paar Ideen. Ist das dasselbe? Fragte Matzi. Matzi, sie ist keine. Ich sagte es ihr. Hör auf, sie so zu nennen. Vertraust du mir? Sie sahen sich gegenseitig an und dann wieder zu mir. Ja, ich denke schon, sagte Stalkly. Du bist sehr nett zu uns. Gut, rufen wir sie an und sehen, ob sie kommt, sagte ich. Du wirst sie mögen. Gib ihr einfach eine Chance. Brianna war beschäftigt, aber sie sagte, sie würde zum Abendessen kommen. Bri ist eine große, hinreißende Rothaarige. Sie ist verdammt sexy, aber sie hat es nie gemerkt. Ich konnte sehen, dass die Mädchen beeindruckt waren, als sie hereinkam. Sie küsste mich, bis sich meine Zehen krümmten und umarmte beide Mädchen. Du hast mich ersetzt, zwinkerte sie den Mädchen zu. Nein, Bri, du bist unersetzlich. Du weißt, dass ich gescherzt habe. Wir sind immer noch Freunde und wir waren Freunde mit Zusatzleistungen. Wir haben immer noch tollen Sex miteinander, manchmal einmal die Woche oder öfter. Manchmal kam sie für eine Woche oder so zu mir und wir liebten uns wie die Karnickel. Sie hatte einfach keine Zeit für einen Ehemann in ihrem Leben und ich bezweifelte, dass sie jemals wieder verheiratet sein würde. Sie liebte mich auf ihre Art und Weise und ich liebte sie auch. Wir konnten einfach nicht verheiratet sein. Als Sexpartner kamen wir gut miteinander aus, aber als wir heirateten, stritten wir uns wie Hund und Katz. Wer sind deine neuen Freundinnen? Fragte sie. Sie lächelte sie an und ich merkte, dass sie geblendet waren. Ich bin Matzi und das ist Stalkly, sagte Matzi. Freut mich, dich kennenzulernen, Bri. Du weißt, dass dieser Typ gefährlich ist, oder? Sagte Stalkly. Nicht für uns, sagte Matzi. Ich denke, er könnte für jemanden gefährlich sein, mit dem er verfeindet war. Er hat einen Knüppel und einen sehr großen Hund. Bri stupste Grandma mit der Stiefelspitze an und er schnarchte aus Protest. Hey, Großer, kniete sie sich hin und umarmte ihn. Hast du mich vermisst? Er rollte mit den Augen, konnte aber nicht die Kraft aufbringen, den Kopf zu heben. Was ist los, Mac? Fragte sie. Worüber wolltest du mit mir sprechen? Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, zum Essen eingeladen zu werden. Er ist ein fantastischer Koch, Mädels. Wenn ihr ihn motivieren könnt, ich glaube, er hat Lammkoteletts gekocht. So etwas haben wir noch nie gegessen, sagte Matzi. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Aber was ist schon dabei? Fragte sie erneut. Wir aßen zu Abend und ich erklärte ihr die Situation. Wir brauchen deine Hilfe, Bri, sagte ich ihr. Die Mädchen sind Waisen. Ihr Vater ist vielleicht noch am Leben, aber niemand weiß, wo er ist. Er hat sie im Stich gelassen und ihre Mutter wurde getötet. Sie waren in einer Pflegefamilie und irgendein Idiot fing an, sie zu begrapschen. Sie sind weggelaufen und leben jetzt auf der Straße. Sie durchwühlten meinen Müll auf der Suche nach etwas Essbarem und ich habe sie erwischt. Jetzt versuchen wir, etwas zu finden, um zu verhindern, dass sie wieder auf die Straße gehen. Sie sah mich eine Minute lang an. Du willst sie, nicht wahr? Mein Gott, Mac, du hast dir immer Kinder gewünscht und weil ich dir keine geschenkt habe, willst du sie, nicht wahr? Ich errötete. Ja, ich will sie irgendwie. Was denkst du, wie wir das am besten anstellen, Bri? Ich glaube nicht, dass das möglich ist, sagte sie. Kein Familiengericht wird dir zwei junge Mädchen geben. Du bist ein einsamer Mann. Das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Sie werden es nicht tun. Ich sah die Mädchen an. Sie sahen mich mit großen Augen an. Was habe ich gefragt? Sie sahen sich gegenseitig an und brachen in Tränen aus. Sie rannten beide auf mich zu und umarmten mich. Wolltest du uns bei dir behalten, Stalkly? Schluchzte sie. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals jemanden finden würden. Irgendjemanden konnte sie nicht weiter schluchzen. Ich hielt sie fest im Arm. Ja, Mädchen, ich habe es mir überlegt. Du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Ich dachte, wir könnten das gemeinsam tun. Ihre kleinen Körper zitterten und sie klammerten sich fest an mich. Ich sah Bri hilflos an, als ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Sie schaute von den Mädchen zu mir. Verdammt nochmal, Mac. Sieh nur, was du mir angetan hast. Gerade wenn ich denke, dass ich dich kenne, überreichst du mich immer wieder. Was soll ich nur mit dir machen? Sie hatte einen seltsamen Gesichtsausdruck, als ob sie mich zum ersten Mal sehen würde. Lasst mich ein paar Tage nachdenken, Mädchen. Du wirst mit mir kommen. Du kannst nicht hier bei Mac bleiben. Es würde alles ruinieren, wenn es jemals herauskäme. Mac, wir nehmen Oma mit. Ich konnte nicht zu Hause bleiben und er muss sich um sie kümmern. Sie sah aus wie ein Tornado, als sie sich drehte und sie und ihre Großmutter aus dem Haus in ihren Mercedes trug. Ich rufe dich an, sagte sie. Sie rief etwa 30 Sekunden lang an, dreimal in den nächsten 2 Wochen. Ich sah weder sie noch die Mädchen, bis sie mich am Freitagmorgen anrief und sagte, sie wolle mich zum Abendessen im Alonso treffen. Das ist ein nettes italienisches Lokal in Pontiac und wir waren oft dort. Als ich ankam, saß sie bereits an der Bar und die Männer umkreisten sie. Als sie mich sah, sprang sie auf und ließ sie sabbernd zurück. Wir gingen zum Tisch und sie stupste mich an und setzte sich neben mich. Normalerweise saß sie mir gegenüber, also wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Wir bestellten und sie sagte eine Zeit lang nichts. Du weißt, dass ich dich liebe, nicht wahr, Mac? Begann sie schließlich. Ja, ich liebe dich auch, sagte ich. Ich meine nicht, dass ich deine Mutter liebe oder so etwas. Ich bin in dich verliebt, Mac. Das war schon immer so, seit jenem Tag in Cedar Point. Du bist der einzige Mann, den ich je geliebt habe und je lieben werde. Ich sah sie überrascht an. Ich vertraue dir bedingungslos, sagte sie. Ich liebe alles an dir, außer der Tatsache, dass wir verheiratet waren. Du weißt, wie ich bin. Ich mag es, frei zu sein. Keine Verpflichtungen, kein Ballast, nichts, was mich bindet. Ich liebe meinen Job und mein Leben. Ich liebe sie nicht mehr als dich, aber ich muss mich nicht entscheiden. Du bist so treu wie Großmutter. Wir haben gegenseitiges Verständnis. Ich schlafe mit niemandem außer dir. Ich habe das nie getan. Du hast mich immer verstanden, deshalb wird sich das alles verdammt seltsam anhören. Oh, lachend sehe ich aus, als stünde mir eine unangenehme Überraschung bevor, sagte sie. Du Idiot, bellte sie. Ja, ich fürchte, das ist so. Willst du mich heiraten, Mac? Ich verschluckte mich fast an meinem Wein. Wein in der Luftröhre ist ein schlechter Ort dafür, brachte ich schließlich hervor. Auf keinen Fall, sagte ich. Warum, Bri? Wenn wir uns gegenseitig unglücklich machen, gehen wir uns in einem Monat an die Gurgel. Was ist falsch daran? Wer mit dem, was wir jetzt tun? Nichts, antwortete sie. Das hat nichts mit uns zu tun. Es hat mit den süßesten und bezauberndsten Mädchen der Welt zu tun, Mac. Ich bin bis über beide Ohren in sie verliebt. Du hast mein Leben komplett ruiniert, als du mich an diesem Abend eingeladen hast. Sie wollen dich unbedingt sehen. Sie weinen und flehen mich jeden Abend an, dich zu besuchen. Das Problem ist, dass ich sie nicht aufgeben werde. Noch nie in meinem Leben hatte ich so viel Spaß und Freude, wie seit sie bei mir sind. Keiner von uns hat ein stabiles häusliches Umfeld. Kein Richter, der bei klarem Verstand ist, würde sie einem von uns geben, wenn wir verheiratet wären. Wenn wir verheiratet wären, würden sie sie uns sofort geben. Ich brauche sie also, und ich muss dich als Teil des Pakets nehmen, wenn du sie willst. Du musst es mit mir aushalten. Können wir das tun, Mac? Ich bezweifle es, sagte ich ihr. Du bist genauso schlimm wie ich. Du kommst betrunken nach Hause, du erscheinst nie pünktlich zu irgendetwas, außer zu deiner Arbeit, und du kommst vielleicht gar nicht nach Hause oder rufst mich nicht einmal an. Verdammt nochmal, Bri, das hatten wir doch alles schon mal. Ja, ich weiß. Der Punkt ist, was ist, wenn die Dinge jetzt anders sind? Ich kann es kaum erwarten, heute Abend nach Hause zu kommen. Ich rufe sie immer an, wenn ich zu spät komme, und seit ich sie habe, trinke ich nur noch ein Glas Wein pro Abend. Ich hätte nie gedacht, dass ich so empfinden könnte. Heirate mich, Mac. Gib mir eine Chance. Ich glaube, wir müssen über etwas reden, was ich gesagt habe. Also, sprich, was zum Teufel machen wir hier? Glaubst du, ich rede hier nur Unsinn? Sagen Sie mir, was jetzt passieren wird. Willst du, dass ich zuerst anfange? Ich nahm einen großen Schluck und winkte dem Kellner ein weiteres Glas Wein herbei. Schießen Sie los, sagte ich ihr. Was mich am meisten an dir ärgert, ist, dass du mich kontrollieren willst, sagte sie. Du musst alles, was ich tue, bis ins kleinste Detail wissen, wann ich da bin, mit wem ich zusammen bin, was ich tue, wann ich nach Hause komme. Du bist ein bisschen paranoid. Wenn du aufhören würdest, mich zu kontrollieren und mich einfach ich selbst sein lassen würdest, wären wir noch verheiratet. Das wirst du nie können. Es macht mich verrückt. Du weißt doch sicher, dass du der einzige Mann bist, für den ich mich je interessiert habe. Das weißt du doch, nicht wahr, Mac? Ja, wahrscheinlich, sagte ich. Früher hat mich das wahnsinnig genervt.
Ich hatte Angst, dass du jemanden finden und mich verlassen würdest. Das wird nie passieren, versprach sie. Seit dem Tag, an dem ich dich kennengelernt habe, habe ich noch nie an einen anderen Mann gedacht. Ich gehe mit Kunden und Kollegen zum Essen aus. Ich gehe mit Gruppen tanzen, mit Männern und Frauen. Ich habe Spaß. Das ist es, was ich tue. Aber seit ich dich getroffen habe, hat mich kein Mann und keine Frau jemals intim berührt und wird es auch nie. Glaubst du mir das? Ja, für mich ist es dasselbe, sagte ich. Ich vertraue dir, Bri. Ich weiß, dass du mir nie etwas antun wirst. Du bist einfach so unbeschwert und sorglos. Ich bin noch genauso verliebt in dich wie am Tag unserer Hochzeit. Ich glaube, du empfindest das Gleiche für mich und wir fühlten uns wohl, wo wir waren. Nun, ich bin nicht mehr so, sagte sie. Es gibt zwei Mädchen, die eine Familie brauchen. Ich liebe sie fast so sehr, wie ich dich liebe. Ich liebe sie mehr als meinen Job. Ich möchte ein Teil ihres Lebens sein. Und ich sehe, dass dies nur möglich ist, wenn wir es gemeinsam tun. Willst du mich also heiraten, Mac, und versuchen, mich zu lieben, damit wir diese Familie zusammen gründen können? Ich werde nie Kinder haben. Ich bin zu eitel und egoistisch, um mir das anzutun. Aber wir können diese Mädchen nehmen. Heirate mich, Mac, und ich werde alles tun, was ich kann, um dich sehr glücklich zu machen. Okay, offensichtlich hattest du Zeit, darüber nachzudenken, sagte ich. Gib mir auch etwas Zeit, okay? Sie schaute auf ihre Uhr. Du hast 20 Minuten, sagte sie. Sie werden in 20 Minuten draußen auf uns warten. Sie sollten in 10 Minuten hier sein. Sie werden etwa 10 Minuten mit Oma spazieren gehen und dann wird uns ein Auto abholen, das uns zu dir nach Hause bringt. Wir beendeten schnell unser Essen und gingen nach draußen. Dort wartete eine Limousine, aber die Mädchen waren nirgends zu sehen. Der Fahrer sagte uns, dass sie mit dem Hund spazieren gingen. Er schien mit dem Hund nicht einverstanden zu sein. Vielleicht mochte er den Sabber auf den Polstern nicht. Wir warteten ein paar Minuten und ich sah sie zum Auto eilen. Lass uns gehen, sagte Machi, als sie auf uns zukamen. Da ist ein Typ, der uns beobachtet. Oma kann ihn nicht leiden. Er hat ihn angeknurrt. Ich schaute auf den Bürgersteig hinunter und sah einen jungen Mann auf uns zukommen. Er war etwa 20 Jahre alt und hatte Tätowierungen und Piercings. Er trug eine Strickmütze und eine Kapuze, und seine Hose sah aus, als würde sie ihm gleich vom Leib fallen. Ich glaube, er hatte den Eindruck, dass er wie ein Bandit aussah. Was guckst du so? Wandte er sich an mich. Nichts. Wir wollen gerade gehen, sagte ich. Ich glaube, das gehört alles dir. Eine gute Sportjacke, schöne Frauen, ein großes Auto, sagte er. Sieht so aus, als hättest du etwas mehr Geld. Der Kerl war verrückt. Ich war 1,80 Meter größer als er und wahrscheinlich 100 Pfund schwerer. Und einen dicken Bauch habe ich auch nicht. Ich glaube, du gehst besser weiter, Junge, sagte ich ihm. Mein Hund mag dich wirklich nicht. Er kam bis auf einen Meter heran. Ich habe vor keinem Hund Angst, sagte er. Er griff mit der Hand unter seine Jacke und an den oberen Rand seiner Hose und ich sah einen Metallblitz. Ich gab ihm einen Tritt in die Brust und er flog zurück. Eine Pistole fiel aus seiner Hose und auf den Boden. Machi verlor Großmutters Leine, als er sprang. Der Typ war so geistesgegenwärtig, sein Gesicht mit der Hand zu schützen, und ich hörte das Knirschen, als Oma ihm den Unterarm brach. Er schrie, und die Großmutter riss ihm den Ärmel der Kapuze ab. Granville, steh auf, rief ich. Er zog seinen Ärmel herunter und setzte sich neben mich. Der Kerl krümmte sich am Boden, und ich ging zu ihm hin und kniete mich neben ihn. Nimm es, Oma, sagte ich ihm. Er sprang vor, und der Mann erstarrte, als sich riesige Kiefer um seinen Hals schlossen. Sag es, forderte ich ihn auf. Er antwortete nicht. Weiß Oma, sagte ich. Er schrie leicht auf und ich sah, wie das Blut seinen Hals hinunterlief, als die riesigen Reißzähne die Haut aufrissen. Sag es, wiederholte ich. Er hauchte, ich bin ein Idiot. Wie viel Geld hast du bei dir? Fragte ich ihn. Er griff in seine Tasche und Oma drückte ihn wohl fester an sich. Langsam, sagte ich ihm. Als er sich umdrehte, zog er ein Paket heraus und reichte es mir. Lass ihn los, Oma, sagte ich. Widerwillig ließ er los und der Mann wich zurück. Ich gebe dir einen Vorsprung von 20 Metern, sagte ich. Dann werde ich ihn zu dir schicken. Ich schlage vor, du rennst schnell. Er rannte wie ein Sprinter. Er ging etwa 15 Meter hoch und seine Hose fiel herunter. Er stolperte heftig, sprang auf, zog seine Hose hoch und hielt sie mit seiner guten Hand fest, während er rannte. Du brauchst einen Gürtel, rief ich. Ich drehte mich zu den Mädchen um. Und alle drei standen mit offenen Mündern da. Was habe ich gefragt? Bri war die Erste, die auftaute. Du bist ein fieser Scheißkerl. Mit dir ist nicht zu spaßen, Mac.
Erinnere uns daran, dich nicht wütend zu machen, sagte sie. Die Mädchen stürzten zu mir und ich umarmte sie. Oh mein Gott, Mac, flüsterte Stalkly in meine Brust. Du hast es geschafft. Du bist nicht einmal ins Schwitzen gekommen. Ich danke dir. Du hast das für uns getan, nicht wahr? Niemand legt sich mit meinen Mädchen an, sagte ich ihr. Er hat dir eine kleine Spende für deinen College-Fonds dagelassen, reichte ich ihr das Paket. Sie zählte es. Es enthielt $700. Er muss in letzter Zeit noch ein paar arme Schlucker ausgeraubt haben, sagte sie. Sie teilte es mit Matschi und wir stiegen ins Auto. Fahr ein Stück zurück, sagte ich und umarmte Matzi. Ich habe etwas bemerkt. Ein Lieferwagen kommt auf uns zu. Ich weiß, sagte Bree. Er enthält ein paar unserer Sachen. Ich hob eine Augenbraue zu ihr. Ja, ich weiß. Ich halte vieles für selbstverständlich, gluckste sie. Mädchen Max hat gesagt, ja, wir werden wieder heiraten und dich bei uns behalten. Sie keuchten und schrien. Wirklich, Mac? Fragte Matschi. Wirklich, nicht ein, du hattest recht. Wir lieben Bree. Sie war so nett zu uns. Wir haben einen Haufen neuer Klamotten. Und sie hat uns in diese wunderbare Schule gebracht. Wir werden euch so stolz auf uns machen. Ich verspreche euch, ihr werdet es nie bereuen, sagte Matschi. Wir wissen, dass du das wirst, Liebling. Mach dir keine Sorgen darüber, sagte Bree. Ich stand etwas unter Schock. Ich versuchte, etwas zu sagen, aber die Worte wollten mir nicht über die Lippen kommen. Geht es dir gut, Mac? Fragte Stalkly. Nein, lachte Bree. Nein, er gerät völlig in Panik, wenn seine sorgfältig geordnete Welt auf den Kopf gestellt wird. In seinem Haus ist alles makellos. Alles ist in perfektem Zustand. In seiner Dusche hängen Frauenunterhosen und wir bringen seine Bücher durcheinander und lassen Getränkeringe auf dem Couchtisch liegen und das macht ihn verrückt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie er es schafft, mit Granville zu leben. Wir müssen ihn so sehr lieben, dass es ihm egal ist, ob Krümel auf dem Tisch liegen. Meinst du, wir schaffen das? Matschi lachte. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Er liebt hübsche Mädchen, versicherte Bree ihnen. Du brauchst nur mit den Wimpern zu klimpern und er wird dahinschmelzen. Er wird zwar wütend auf mich sein, aber ihr werdet uns dafür lieben müssen. Okay. Ich stöhnte auf. Ich habe dem gar nicht zugestimmt, sagte ich. Bree beimmt sich wie ein normaler Hurrikan und reißt uns einfach vom Hocker. Liebst du Bree? Fragte mich Stalkly. Ja, liebes. Aber du hast es selbst gesagt. Sie ist eine Naturgewalt. Es ist, als würde man versuchen, ein Gewitter oder einen Waldbrand zu lieben. Berge interessieren sich nicht für Gewitter oder Waldbrände, sagte sie. Matschi sieht ihr irgendwie ähnlich. Ich bin eher wie du, drückte sie sich an meine Brust. Ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir sie einfach um uns herum kreisen lassen und wir wären wie die Ruhe im Zentrum ihres Sturms, sah sie mich an. Ich möchte, dass du unser Vater bist, Mac, sagte sie. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemanden wie dich finden würden, und Bree auch. Sie weinte ein wenig. Wir hatten solche Angst und waren so allein. Ma, hast du in deinem Leben noch Platz für Mädchen wie uns? Fragte sie. In meinem Herzen, Stalkly, sagte ich. Es gibt einen Platz in meinem Herzen, an dem ich mir seit Jahren jemanden wie dich und Matschi wünsche, der mich liebt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals so etwas haben würde. Bree hat nie das geringste Interesse daran gezeigt, Kinder zu haben. Ich glaube, ihr Mädchen habt ihr Leben genauso ruiniert wie meines, sagte ich. Ich habe gesehen, wie sie dich ansieht. Es war, als wäre sie vor 2 Wochen aufgewacht und hätte entdeckt, dass sie es liebt, Mutter zu sein. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendetwas sie so berührt hat, wie du es tust. Du hattest recht mit ihr, gab sie zu. Sie ist großartig, manchmal ist es einfach umwerfend. Sie beschließt, etwas zu tun und zieht dich einfach mit sich. Ich lachte. Ich weiß, nicht wahr? Sie ist schon immer so gewesen. Als ich sie das erste Mal traf, ging ich mit einer Gruppe von College-Studenten in einen Vergnügungspark. Sie beschloss, dass ich ihr Reitpartner sein sollte. Eigentlich kam ich, weil ich an einem anderen Mädchen interessiert war. Sie schleppte mich weg und wir sahen die anderen Leute in unserer Gruppe nie wieder. Wir waren 20 und ich habe mich an diesem Tag in sie verliebt. Sie ist wie ein Virus. Er dringt einfach in dein Leben ein und übernimmt es, sagte ich. Wir hatten unseren ersten Streit einen Monat nach unserer Hochzeit. Warum habt ihr euch gestritten? Fragte sie. Du wirst das lustig finden, sagte ich ihr. Es ging um die Schuhe. Sie hat meine immer wieder umgestellt und ihre an ihren Platz gestellt. Ich musste in ihren Sachen wühlen, um meine zu finden. Sie sagt, sie sei besessen. Vielleicht hat sie recht, aber ist es zu viel verlangt, dass sie ihre Schuhe auf ihrer Seite des Schranks aufbewahrt? Sie ist einfach explodiert, dann habe ich sie in den Wahnsinn getrieben und sie hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe einen Plan, was ich morgen machen werde.
Sie ist total spontan. Das ist ein Teil von ihr und ich mag das, aber es macht mich verrückt. Sie liebt es, wie organisiert ich bin, aber es macht sie verrückt. Wie auch immer, bei diesen Dingen gehen wir uns gegenseitig auf die Nerven. Sie kicherte. Machi und ich streiten uns auch über solche Dinge. Sie verbringt ihr halbes Leben damit, zu suchen, was sie verloren hat. Sie steht auf und entscheidet ganz spontan, was wir tun werden. Ich glaube, wir müssen uns ein wenig ändern, Mac. Wir müssen mit dem Strom schwimmen, ein bisschen. Sie müssen auch ein paar Dinge ändern. Sie müssen verstehen, dass wir die Dinge gerne an der richtigen Stelle haben. Denkst du, wir können das lösen? Ich weiß es nicht, antwortete ich. Wir hatten nie einen Grund, es zu versuchen. Bri und ich haben eine wirklich seltsame Beziehung. Ich liebe sie jetzt mehr denn je. Ich glaube, sie empfindet dasselbe für mich. Sie redet nicht gerne darüber. Sie macht einfach irgendwas. Wir sind uns jetzt näher als zu unserer Ehezeit und ich mag sie. Als wir verheiratet waren, habe ich nicht viel getan. Ich habe sie geliebt, aber wir waren immer wütend aufeinander. Wir kamen an den Punkt, an dem wir irgendwie geheiratet haben, aber wir brauchten uns nicht zu ändern. Ich glaube, wir waren zu unreif und egoistisch, aber für uns hat es funktioniert. Vielleicht haben wir nur dich gebraucht, um uns klar zu machen, was wir verpassen. Die Vorstellung, eine Familie zu sein, ist sehr aufregend, aber auch beängstigend. Was, wenn wir es vermasseln? Wir riskieren alles in einem Spiel des Zufalls. Ich hasse Ungewissheit, sagte ich. Ich weiß, aber manchmal muss man einfach ein Risiko eingehen, sagte sie. Man kann nichts Gutes erreichen, ohne das Risiko einzugehen, dass es sich als schlecht herausstellt. Ich umarmte sie und sie schnurrte wie ein Kätzchen. Du bist die weiseste Elfjährige, die ich je getroffen habe, sagte ich. Nächsten Monat werde ich 12, sagte sie. Sie aß ihr Brötchen auf und wir gingen zurück ins Haus. Die anderen beiden waren noch nicht aufgestanden und wir gingen mit Oma spazieren. Als wir zurückkamen, waren die Faulenzer schon auf den Beinen. Bri war noch nie ein Morgenmensch und Machi offenbar auch nicht. Sie sahen beide aus wie wunderschöne, zerzauste, verschlafene Katzen. Sie streckten sich und gähnten lange Zeit. Als sie aus der Dusche kamen, sahen sie aus wie menschliche Dynamos. Bri brachte uns schnell weg, um unsere Heiratsurkunde zu holen, die Adoption zu beantragen, das vorläufige Sorgerecht zu beantragen und dann zum Abendessen zu gehen. Es gab Meeresfrüchte und die Mädchen schwärmten, wie köstlich sie waren. Sie waren ganz begeistert von den Preisen. »Wo, Mac? Du musst eine Menge Geld verdienen«, sagte Machi. Ich lachte. »Mir geht es gut«, sagte ich ihr. »Es macht mir nichts aus, dass du weißt, dass ich etwa 90.000 Dollar im Jahr verdiene. Ich könnte für uns alle sorgen, wenn ich müsste. Bri verdient 10-mal mehr als ich.« Sie sahen sie eine Minute lang fassungslos an. Sie lachte. »Es geht nur ums Geld«, sagte sie. »Der Punkt ist, dass wir es uns leisten können, euch Mädchen zum Essen einzuladen, wann immer ihr wollt. Mac kann die meisten Dinge besser als Restaurants, wenn wir ihn zum Kochen bringen können.« »Du kochst, Machi?« fragte sie. »Ja, aber meistens nur einfache Sachen«, sagte sie. »Jeder kann das Rezept befolgen, aber Missy ist ein Genie. Sie ist wirklich sehr gut. Wenn sie ihre unglückliche Angewohnheit, sich ablenken zu lassen, ablegen könnte, wäre sie großartig. Sie hat mich geschlagen. Mach einen Fehler und er lässt dich das nie vergessen«, lachte sie. Ich schnaubte. Im ersten Jahr unserer Ehe hatten wir keinen Hund, der verbrannte Sachen frisst. Wenn man es in den Müll wirft, stinkt das ganze Haus. Sie nahm es mit in den Garten und legte es an den Fuß eines Baumes. Es war, als würden wir dem Baum ein Brandopfer bringen. Gott, sie haben laut gelacht. Bri war sehr gut gelaunt und kuschelte sich an mich. Ich umarmte sie und drückte sie fest an mich. Die Mädchen kicherten. Wir haben noch nie an einem Mord wie diesem gegessen, sagte Machi. Machi, Bri schaute sie ernst an. Das wird nie passieren. Du wirst Mac in einer Woche aus dem Haus schmeißen, wenn du weiter so redest. Ich weiß, du kannst das besser. Sag es noch einmal, sagte sie. Wir haben noch nie in so einem Lokal gegessen, sagte sie mit einem triumphierenden Lächeln. Ich nickte. Wir wissen, wie man redet, sagte sie. Wir haben uns nur angewöhnt, wie alle anderen Leute auf der Straße zu reden. Wir sind zur Schule gegangen, bis meine Mutter starb. Wir hatten gute Noten. Ich glaube dir, Schatz. Bri sagte, ich glaube, ihr werdet es schaffen. Wir sind zwar aus Detroit, aber wir haben Klasse. Die Mädchen sahen aus, als würden sie gleich vor Stolz platzen. Sie gab ihnen auch Unterricht. Sie kleideten sich genauso wie sie. Sie zeigte ihnen, wie man geht, wie man sitzt, wie man isst und trinkt, wie man sich schminkt und die Haare kämmt. Nach 6 Monaten hätte man meinen können, sie hätten ihr ganzes Leben damit verbracht, in der High Society Neu-Emlands aufzuwachsen und erzogen zu werden. Sie waren schnell und ihre Noten waren gut. Diese Nacht war der Anfang.
Brie war aufgeregt, als wir nach Hause kamen. Sie sagte zu den Mädchen, ich möchte, dass ihr den Fernseher einschaltet und ihn die ganze Nacht anlasst. Sie sahen sie neugierig an. Euer Vater und ich müssen etwas tun, zwinkerte sie ihnen zu. Sie kicherten hysterisch und wurden knallrot. Brie zog mich ins Schlafzimmer. Wir feiern, sagte sie mir. Was feiern wir? Fragte ich. Den Beginn von etwas Unglaublichem, sagte sie. Ich liebe dich, Mac. Zweifle nie daran. Wir werden das jeden Abend tun. Ich werde dich daran erinnern, dass ich dich liebe, und dann werde ich dir zeigen, dass wir im Bett schon immer wie Dynamit waren. Heute Abend will ich das auf eine ganz neue Ebene bringen. Und dann werden wir für den Rest unseres Lebens auf diesem Niveau bleiben. Hast du das verstanden? Zeig es mir. Ich forderte sie heraus. Sie zog die Stecknadel aus ihrem Haar und all die flackernden Flammen fielen zu Boden. Sie trägt ihr Haar selten offen, aber es reicht ihr bis zum Hintern. Sie sind sehr schwer und gewellt und sie zwirbelte sie wie eine Stripperin, während sie um sie herum fielen. Sie trat auf mich zu und drehte mir den Rücken zu. Dehne dich, Blitz, für mich, sagte sie mit tiefer, leidenschaftlicher Stimme. Ich öffnete den Reißverschluss des blauen Kleides und ließ meine Fingerknöchel über ihren Rücken gleiten. Sie zuckte zusammen, machte zwei Schritte zur Seite, drehte sich und ließ ihr Haar fliegen. Sie ließ die Schultern sinken und das Kleid fiel, hing kurz an ihrer Brust und dann wieder an ihren Oberschenkeln, bevor es ihr zu den Füßen fiel. Sie ging anmutig hinaus, ihre 3-Zoll-Absätze ließen ihre Waden hervortreten. Sie streckte ihren Hintern heraus und wölbte ihren Rücken. Ihre Brüste waren beeindruckend zu groß und keck, kaum von ihrem weißen Spitzen-BH gehalten. Gott, sie war großartig. Ich glaube nicht, dass ihr jemals bewusst war, welche Wirkung sie auf jeden Mann hatte, der sie sah. Sie schämte sich nicht im geringsten für sich selbst. Die Männer drehten sich um ihre Flamme und sie sah sie an wie viele Glühwürmchen. Sie richtete diese ganze rauchige Hitze auf mich. Und ich glaube, ich war der einzige Mann, der das je gesehen hat. Ihre Hände glitten hinter ihren Rücken und ihr BH fiel weg, sodass diese beeindruckenden Brüste zum Vorschein kamen, prächtig entblößt. Ihre cremeweiße Haut wies hier und da Sommersprossen auf. Da ist jemand overdressed, stichelte sie. Und was sollen wir jetzt tun? Fragte ich. Sie kam gleitend wie fließendes Wasser, schob mich auf das Bett und spreizte sich auf mir. Ihre Knie ruhten neben meinen Hüften auf dem Bett. Ich konnte ihre Regung riechen. Es war ein subtiler Duft, der fast das Schänel überdeckte, nachdem sie immer roch. Es war ein schwacher Moschusduft, aufreizend und verführerisch. Ihre dünnen, langen, geschickten Finger öffneten die Knöpfe meines Hemdes, zogen die Hosenbeine aus meiner Hose, zogen sie von meinen Schultern und ließen meine Hände gefangen. Sie drückte mich mit dem Rücken auf das Bett und griff nach meinem Gürtel und meiner Hose, bevor sie am Hosenbund zerrte. Gehorsam hob ich meine Hüften, und sie zog mir die Hose bis zu den Knöcheln herunter. Sie hing an meinen Stiefeln und sie löste sie, zog sie und meine Socken aus, bevor sie mir die Hose ausziehen konnte. Das war ein ganz neues Maß an Sinnlichkeit, selbst für Brie. Sie war schon immer heiß, aber sie verwandelte sich in ein Neonschild, auf dem in rosa Buchstaben im Mich stand. Das war die Frau, von der ich immer wusste, dass sie es war und sein konnte. Sie war ein faszinierendes und geheimnisvolles Wesen, das darauf wartete, genommen und beansprucht zu werden. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich wirklich erkannte, wie sehr ich sie liebte. Ich wusste, dass ich für sie sterben würde und würde dieses Opfer niemals in Frage stellen. Wir begannen eine sehr leidenschaftliche, wilde Liebe, wie wir sie noch nie zuvor erlebt hatten. Sie hob ihren Kopf und sah mir in die Augen. Mac, ich liebe dich, sagte sie. Ich habe es immer gewusst. Ich bin ein Egoist, das weiß ich auch. Ich habe mich nie wirklich jemandem hingegeben. Ich habe das nur für dich getan. Willst du mich, Mac? Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich bereit. Ich bin bereit, deine Freundin, deine Geliebte, deine Frau und die Mutter deiner Mädchen zu sein. Wirst du mir helfen, mich zu lieben und geduldig mit mir zu sein? Ich schwöre bei Gott, du wirst es nie bereuen. Ich bin bereit, Mac. Wenn du mir hilfst, liebst du mich dann auch so sehr? Sie presste ihre üppigen Lippen auf die meinen. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt, sagte ich. Du wirst mir auch helfen müssen. Du musst geduldig mit mir sein, so wie ich mit dir bin. Ich habe dich immer geliebt. Wenn wir ein Team sind, können wir es schaffen. Ich werde alles für dich tun, flüsterte sie. Ich werde es auch für die Mädchen tun. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so empfinden würde. Sie sind einfach in mein Leben getreten und ich kann nicht anders. Ich habe Angst, Mac. Ich habe Angst, dass ich eine schlechte Mutter sein werde. Davor hatte ich immer Angst, deshalb habe ich nie daran gedacht, Kinder zu bekommen. Ich habe Angst, dass ich sie ruiniere. Gott, Mac, ich weiß nicht, wie man eine Mutter ist.
Nun, ich weiß auch nicht, wie man ein Vater ist, kicherte ich. Aber ich vermute, ich werde ein großartiger Vater sein. Ich denke, das lernt man, indem man es tut. Niemand weiß, wie es sein wird, wenn er es einmal gelernt hat. Ich weiß auch nicht, wie ich ein Ehemann sein soll. Jedenfalls weiß ich nicht, wie ich ein guter Ehemann sein soll. Wir haben es beim ersten Mal vermasselt, Brianna. Ich weiß, flüsterte sie. Meistens lag es an mir. Ich war in vielerlei Hinsicht noch ein Kind. Das bin ich immer noch, Mac. Ich werde mein Bestes tun, um erwachsen zu werden. Ja, ich auch, ich drückte sie fest an mich. Irgendwann schliefen wir ein. Wir duschten zusammen und kicherten wie Schulkinder, und als wir uns abgetrocknet hatten, zog sie ihren Pyjama an. Was machst du da? Fragte ich. Wenn ich mich nicht irre, haben wir bald Gäste, lächelte sie. Du solltest dir auch etwas anziehen. Ich bin zu faul, um jetzt aufzustehen, ich zog meine Boxershorts und ein T-Shirt an, und wir waren noch keine 10 Minuten im Bett, als es an der Tür klopfte. Komm rein, rief Bri. Sloan steckte ihren Kopf herein. Ihr Gesicht leuchtete auf, als sie uns sah, und sie rannte quer durch den Raum, um auf uns zuzustürmen. Leider ließ sie die Tür offen, und das Tigerfell Noel gesellte sich ebenfalls zu uns, lag zwischen unseren Beinen und seufzte verzückt. Nach weiteren 5 Minuten gesellte sich Machi zu uns, und wir alle lieferten uns einen improvisierten Ringkampf mit Homer. Da er Zähne hatte und sabberte, gewann er, und wir wickelten ihn in eine Decke und schleppten ihn aus dem Schlafzimmer. Es gelang uns, uns von ihm zu trennen und zurück ins Bett zu gehen, um zu kuscheln. Etwa eine halbe Stunde später klagten die Mädchen über Hunger, und wir machten uns auf den Weg zum Diner, um dort um 14 Uhr zu frühstücken. Sie sagte uns nicht, worum es sich handelte, aber sie brachte uns zum Amtsgericht. Haben Sie hier etwas zu tun? Fragte ich sie. Ja, der schwierigste Fall meines Lebens, lachte sie. Sie schleppte uns hinein und in einen der Gerichtssäle. Der Richter war da und fragte uns, ob wir bereit seien. Seid ihr bereit für was? Fragte ich. Bri kniete nieder und holte eine Schachtel aus ihrer Handtasche. Mac, willst du mich noch einmal heiraten? Fragte sie. Diesmal verspreche ich, dass es bis zu unserem Tod so bleiben wird. Ich weiß, dass wir es das letzte Mal versprochen haben, aber du weißt, dass ich nie aufgehört habe, dich zu lieben und nie aufgehört habe, deine Frau sein zu wollen. Du bist der einzige Mann, den ich je geliebt habe und je lieben werde. Bitte, Mac, heirate mich. Sie hatte unsere Ehringe in einer Schachtel, zusammen mit ihrem Ehering. Brianna, bist du sicher? Fragte ich. Ich war mir noch nie in meinem Leben so sicher, sagte sie. Mädels, helft mir. Er ist so stur, sagte sie. Ja, bitte, Ma, flehten sie beide. Bri liebt dich wirklich. Wir wollen eine Familie sein. Wir lieben dich auch und wir lieben Bri. Wie könnte ich da widerstehen? Es dauerte etwa 10 Minuten und es war geschafft. Bri ging mit uns in ein neues griechisches Restaurant, das sie kannte, um zu feiern. Ich sah, wie sich mein Leben vor meinen Augen entfaltete. Die schönste Frau der Welt als meine Ehefrau und jede Nacht in meinem Bett, 2 atemberaubende Töchter, die bald schöne Frauen sein werden. War das Glück? Das wird nur die Zeit zeigen. Es dauerte etwa einen Monat, bis wir das Sorgerecht für die Mädchen bekamen. Bri hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, und als es soweit war, waren sie die glücklichsten Mädchen der Welt und wir das glücklichste Paar. Bri verkaufte ihre Wohnung und wir zogen in mein Haus. Ich war wirklich besorgt, dass Bri und ich uns gegenseitig auf die Nerven gehen würden, vor allem am Anfang. Etwa 3 Wochen nach unserer Hochzeit kam es zu einem kleinen Eklat, als Bri mit einem Kunden zum Abendessen ging und vergaß, uns anzurufen, als sie nach Hause kam. Sie wurde von 6 anklagenden Augen begrüßt. Was ist passiert? Fragte sie. Sloan nahm den Hörer ab, und Bries Augen blitzten verständnisvoll auf. Sie öffnete ihren Mund und brach in Tränen aus. Sie rannte hoch und versammelte uns alle auf der Couch, kniete sich vor uns hin und fing einfach an zu schluchzen. Es tut mir so leid, brachte sie hervor. Ich habe einfach vergessen anzurufen. Ich hätte anrufen sollen. Bitte seid nicht böse auf mich. Ich werde versuchen, so etwas nicht mehr zu tun. Ich verspreche nicht, dass ich es nicht mehr tun werde, aber ich werde meiner Assistentin sagen, dass sie mich daran erinnern soll. Ich konnte an nichts anderes denken, als dieses Treffen zu beenden und nach Hause zu gehen. Während ich dort war, verzeihst du mir? Sloan, Machi, Mac, es tut mir so leid. Ich glaube nicht, dass Bri sich schon 12 Mal in ihrem Leben entschuldigt hat. Das war der Beginn einer völlig neuen Beziehung zwischen uns. Wir gaben beide unser Bestes, um uns gegenseitig glücklich zu machen. Und die Mädchen halfen uns manchmal erstaunlich. Es schien mir, als wären wir Kinder und sie Erwachsene. Wir hatten ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten, aber ich war noch nie in meinem Leben so glücklich und zufrieden.
Auf dem Campus gab es eine Privatschule, an der ich unterrichtete, und Bri meldete die Mädchen dort an. Sie fuhren mit mir zur und von der Schule, und auf diesen Fahrten kamen wir uns näher. Sie sprachen mit mir über alles Mögliche und erfüllten mein Leben mit ihrer Begeisterung. Wenn der Unterricht zu Ende war, gingen wir nach Hause, und sie gingen sofort in ihre Zimmer und machten ihre Hausaufgaben. Normalerweise brauchten sie dafür ein paar Stunden, und wenn sie fertig waren, gingen wir mit Oma spazieren. Wenn wir zu Hause aßen, begannen wir um 17 Uhr mit dem Abendessen, und Bri war in der Regel um 18:30 Uhr zu Hause. Wenn sie sich verspäten sollte, rief sie vorher an, und an solchen Abenden gingen wir normalerweise auswärts essen. Als Matti 16 Jahre alt wurde, fragte Brianna sie, was sie sich zu ihrem Geburtstag wünschte. Sie sagte uns, sie wolle ihren Führerschein machen. Sie lernte und übte 2 Wochen lang und bestand die Prüfungen beim ersten Versuch. In der Nacht vor ihrem Geburtstag sprach Brianna im Bett mit mir. Ich möchte ihr ein Auto kaufen, sagte sie. Okay, was für ein Auto ist das? Fragte ich. Ich möchte ihr einen neuen Camaro Cabrio kaufen, sagte sie. Wie viel kostet es? Fragte ich. Mein Gott, Mac, ist das wirklich so wichtig? Fragte sie. Meinst du, wir gehen pleite? Nein, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, sagte ich. Ich möchte einfach alles wissen, Bri. Sie küsste mich. Es tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe. Ich glaube, wir können den ich will, für etwa $60.000 bekommen. Ich pfiff. Das ist ein großes und teures Auto. Aber sie ist ein tolles Mädchen. Sie hat es verdient. Ja, lächelte Brianna. Es gab eine Menge schlechter Dinge in ihrem Leben, Mac. Lass uns dafür sorgen, dass sie jetzt nur gute Dinge haben. Wir bestellten ein Auto, ein leuchtend gelbes Camaro Cabrio mit vielen schwarzen Streifen und einer schwarzen Innenausstattung. Wir kauften einen großen V8, obwohl ich es besser wusste. Brianna war der Meinung, dass es seinen Wert besser halten würde, und wahrscheinlich hatte sie recht. So oder so, ich wusste, dass sie Machi in den Wahnsinn treiben würde. Als das Auto ankam, stellten wir es in der Garage ab. Als es Zeit war, zur Schule zu gehen, schnappten sich die Mädchen ihre Taschen und folgten mir zum Auto. Brian war in der Garage und ich schloss die Türen nicht auf. Dad, sagte Sloan, lass uns rein. Ihr fahrt heute nicht mit mir. Ich rief. Du fährst das Auto, Machi. Mom geht nicht zur Arbeit, bat sie. Womit soll ich dann fahren? Fragte sie. Ich habe den Garagentoröffner gedrückt. Du wirst fahren, zeigte ich in die Garage. Ihre großen grünen Augen wurden rund wie Untertassen. Eine Minute lang rührte sich keiner von ihnen und dann begann Machi zu weinen. Große Tränen kullerten ihr über die Wangen und sie zitterte wie ein Espenblatt. Ich sprang aus dem Auto und Brianna rannte die Einfahrt hinunter. Ich umarmte Machi und Bri kam zu mir. Was ist passiert, Liebes? Fragte ich sie. Wir dachten, du wärst glücklich. Das ist dein Auto. Wir haben es dir zum Geburtstag geschenkt, versuchte sie uns zu sagen, aber sie war zu deprimiert, als dass wir sie verstehen konnten. Sie vergrub ihr Gesicht in meiner Brust und wir hielten sie fest und streichelten sie, bis sie sich genug beruhigt hatte, um zu sprechen. Sloan gesellte sich zu der Gruppe und wir brachten Matze endlich zum Reden. Ich brauche kein Auto, quetschte sie heraus. Ich liebe euch so sehr und das ist zu viel. Wir wollen nicht, dass ihr uns Dinge kaufen müsst. Sloan und ich haben das bereits besprochen. Wir brauchen nichts. Wir wollen nur, dass ihr uns liebt, konnte sie es nicht mehr aushalten. Schatz, wir lieben dich wirklich, tröstete Brianna sie. Wir lieben euch beide mehr als alles andere auf der Welt. Dass wir euch Mädchen haben, ist für uns beide ein wahr gewordener Traum. Wir lieben es, Dinge für euch zu kaufen. Wir arbeiten und verdienen eine Menge Geld, um unseren Mädchen Dinge zu kaufen. Wir lieben es, euch glücklich zu machen. Das ist keine große Sache, aber eine kleine Sache. Es macht uns glücklich, euch etwas zu schenken. Sloan weinte jetzt auch. Lasst uns gehen, sagte ich ihnen. Das ist ein wirklich cooles Auto. Lasst uns wenigstens hingehen und es uns ansehen. Sie wischten sich die Augen und ließen sich von mir in die Garage bringen. Ich öffnete Machi die Tür und Brianna ließ Sloan auf den Beifahrersitz. Machi stützte ihre Hände auf das Lenkrad und sah mich an. Das steht dir, sagte ich ihr. Starrte ihn. Der große V8 rumpelte zum Leben und beide zitterten vor Aufregung. Ich schloss die Tür und klopfte an das Fenster. Sie ließ es herunter und ich küsste sie erneut. Wir sehen uns in der Schule, sagte ich ihr. Sie fuhr auf die Straße hinaus und hielt an. Brianna und ich standen in der Nähe und beobachteten sie. Ihre Tür schwang auf und sie flog zurück in die Einfahrt, warf sich in unsere Arme und küsste uns beide wieder und wieder. Ich liebe euch so sehr, wiederholte sie immer wieder. Ich danke euch.
Ihr seid die beste Mama und der beste Papa der Welt. Sie rannte zu ihrem Auto und sie fuhren davon. Ich drehte mich zu Brianna um und sie weinte aus einem unerklärlichen Grund wie ein Baby. Mir selbst liefen die Tränen aus den Augen. Sieh uns an, sagte ich. Man könnte meinen, wir wären zu dritt oder so etwas in der Art. Das war eine tolle Idee, Bri. Du bist eine erstaunliche Frau. Wir umarmten uns lange Zeit. Ich wusste, dass ich zu spät zum Unterricht kommen würde, aber das war mir egal. Als Sloan 16 wurde, schenkten wir ihr das gleiche Auto. Es war nicht so emotional, aber es war etwas Besonderes. Wir fuhren mit ihnen nach Hawaii und ins Bits, als sie ihren Highschool-Abschluss machten. Matsi war bereits auf dem College. An dem Tag, als Sloan aufs College ging, kam ich nach Hause und fand Brianna weinend auf der Couch. Ich setzte mich neben sie, umarmte sie und blieb eine Weile sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Sie legte einfach ihren Kopf auf meine Brust und weinte eine Weile leise. Schließlich schaute sie mit ihren großen blauen Augen voller Tränen zu mir auf. Unsere Kinder sind erwachsen, Mac, sagte sie. Ich weiß, küsste ich sie. Das tun Kinder nun einmal. Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände und sah mir tief in die Augen. Lass uns noch einen machen, Mac, sagte sie. Dieses Mal, du und ich. Ich will ein Baby, Mac. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Ich liebe dich so sehr und ich vermisse sie schon so sehr. Ich will das noch einmal machen. Es war so unglaublich. Ich weiß, dass sie nur 60 Meilen entfernt sind, aber ich vermisse sie auch, Kätzchen, sagte ich. Vielleicht sollten wir üben, wenn wir dieses Baby bekommen wollen. Sie schnappte nach Luft und starrte mich an. Wirklich? Willst du es denn? Ich meine, ein Baby bekommen, natürlich, sagte ich. Ich hoffe, es ist ein rothaariges Mädchen wie du. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Brianna. Ich hob sie hoch und trug sie durch das leere Haus in unser Schlafzimmer, um mit dem Üben zu beginnen. Wir mussten Grantville rausschmeißen, aber ich beschloss, dass ich gerne Babys machte. Als ich einschlief, fiel mir das Bild von Machi und Sloan auf dem Nachttisch in die Augen. Sie sahen nicht gerade wie ein Ford aus.